bin im Halbfinale, weil ich einfach besser texte. Kann doch nicht sein, dass ich das vierte Mal einen Fettsack wettle. Du bist der einzige Mensch, der mal gerne cosplayt. Und der einzige, der sich mit Fünftklässler biegt. Bis mich seit der Quali bett und fette Props ey. Ich bin der einzige, der dir Attention gibt. Du bist der einzige Mensch, der mal gerne cosplayt. Und der einzige, der sich mit Fünftklässlern biegt. Bis mich seit der Quali bett und fette Props ey. Ich bin der einzige, der dir Attention gibt. Obwohl ich vorhab, vegan zu werden, ist eines beachtlich, denn ich hab nicht gebettelt, nein, ich hab einfach nur ein paar Schweine geschlachtet. Du bist ja gerade mal 14, starte für dich eine Märchenstunde kaum noch rum. Mache Leichen aus vier kleinen Schweinchen und dem bösen Fuchs. Dass er nicht weiß, wie man mischt, ist das einzige, was dieser Audio zeigt. Denn unter Cakewalk verstehst du nur deine Fußweg zur Konditorei. So wie du aussiehst, bist du seit Jahren da schon ein Ehrenkunde. Und das, was ich hier gerade mache, ist laut die eine Gegenrunde. Affengamer, ein Vollidiot, weil er ein Affe ist. Hast doch selber immer wieder Apes in deinen Thumbnails drin. Ey, Lisp, wie deine Runden sind totaler Müll. Rappst den Part kurz ein, fängst an zu weinen und pumpst dann weiter meine Runde gegen Null. Du bist der einzige Mensch, der mal gerne cosplay. Und der einzige, der sich mit Fünftklässlern biegt. Bis mich seit der Quali bett und fette Props ey. Ich bin der einzige, der dir Attention gibt. Du bist der einzige Mensch, der mal gerne cosplay. Und der einzige, der sich mit Fünftklässlern biegt. Bis mich seit der Quali bett und fette Props ey. Ich bin der einzige, der dir Attention gibt. Schamhaar kopfstichelt mit witzigen Bildchen. Doch deine Runden braucht man nicht mimen, um sich zu befissen. Jeder hat Big D schon in nem Diss-Track verarscht. Und du denkst, der ist sympathisch, mach mir mal bitte nen Part. Sody, yo, du bist ein netter Fettsack. Du kannst dir sicher sein, ich hab dich lieb. Doch wurde dir nicht gesagt, dass man nicht mit transphoben Opfern spielt? Oder bist du jetzt schon rechts? Ist es dafür schon zu spät? Weil Battleskull in einer Woche mit Big D fürs Skinhead steht. Hol dein Mic bitte aus der Papierrolle raus. Auch mit Küchentüchern kriegst du keinen cleaneren Sound. Mina hat geleakt, dass du ein D-Ho-Fanboy bist. Und mein größter Punch, ich hab ein Feature mit dem und du nicht.